Also am liebsten würde ich ihn entziehen, auch wenn er underlevelt ist, aber dann hätte ich nochmal wieder Flug, aber das ist mir egal. Ja, es ist ein Degi. Jetzt habt dich nicht so, wir bauen ja, unser altes Team Degi. Wieder. Ja. Ich brauche kein Pummelhof. Ich will, wie gesagt, nicht drei Bullshit-Pokémon-Team haben. Na gut, einfach ist es underlevelt. Ja, das ist. Ja, die sind alle underlevelt. Ja, das ist schwierig. Underlevelt sind die sowieso alle, also. Ich glaube, wir bauen unser altes Team erstmal wieder auf, würde ich sagen. Nein! Ich nehme kein Pummelhof ins Team. Doch, du hattest den schon im Team. Mensch, ja, und einfach als Platzfiller, weil ich da nichts Besseres hatte. Ja, aber da, jetzt habe ich. Ja, weißt du. Weißt du, was ich dafür habe? Also, Regirock kannst du sowieso vergessen. Da würde ich das Gegenstück wahrscheinlich niemals im Team nehmen. Also, wenn ich jetzt nur ein Bullshit-Pokémon dann dadurch im Team hätte, oder vielleicht zwei, okay. Würde ich ja noch okay sagen. Aber drei Bullshit-Pokémon? Ich brauche nicht drei Bullshit-Pokémon im Team. Wieso Bullshit? Wieso drei Bullshit? Endivir ist kein Bullshit. Endivir schon noch. Ja, weil er underlevelt ist trotzdem. Bullshit. Und weil es Endivir ist. Bullshit ist auch trotzdem nicht. Doch, hier... Endivir schon. Meganie ist kein Bullshit. Das will ich gar nicht sagen. Nur dafür müsste ich ihn erstmal entwickeln. Dann geben sie sich Mio, trainieren sie ihn. Oder wir machen das so. Wir nehmen Ampharos und Pummeluff für Knackrack und Luxtra rein. Tauschen dafür aber auch Endivir und Bisaknosp. Der entwickelt sich bald. Okay, meiner hat ein Kackwesen, sobald ich noch weiß. Also eigentlich wäre es gar nicht so schlimm, sagen wir es mal entweder so. Entweder Rihornior oder Regirock. Kannst du dir aussuchen. Mir wäre Regirock lieber. Regirock auf keinen Fall. Weil das Gegenstück ist absolute Scheiße. Dann lieber Rihornior, weil ich dann mit Evoli wenigstens was anfangen kann. Ja, mit Evoli kann man halt echt noch was anfangen. Ja, das ist halt die Sache. Ja gut, machen wir es erstmal so und dann ist es erstmal ausgeglichen. Aber dann habe ich keine Pflanze mehr im Team. Ja, auch nicht. Na danke. So. Also, warte mal, welcher von euch beiden ist besser gewesen? Du hast ein mäßiges Wesen, okay. Und du? Was bist du? Solo. Oh, einer von den beiden war, glaube ich, Flamara, der andere war Glaciola. Mäßig ist Kacke für Flamara und Pokewiki Wesen. Solo hat er, ne? Ja. Solo ist Verteidigung runter, Angriff hoch. Ja, wäre gar nicht so schlecht für einen Flamara. Oder ich guck mal ganz kurz. Ich bezweifle es zwar, aber ich glaube, ich habe noch keinen Stein, oder? Ich habe keinen Stein gefunden bisher. Finsterstein, aber das bringt dir nichts. Funkelstein bringt dir auch nichts. Nö. Wasserstein. Nee, oh, Aquana. Ist da mit Wasserstein zu Aquana? Ja, ich glaube wohl, ne? Ja, ja, klar. Ich hatte gerade eben im Kopf, dass man den im Wasser ein Level abgeben muss, aber war da gerade ein Blattstein? Ja. Ja, Blattstein. Aber wahrscheinlich nicht klappen, ne? Nee, Blattstein kann ich Evoli nicht entwickeln. Ja. Muss ja mit diesem komischen moosbewachsenen Steinbums. Genau. Aber kannst du mal nachgucken, ob eins von den beiden Wesen zu Aquana passt? Du hast mäßig. Und Solo. Mäßig könnte man Aquana eigentlich in der Theorie draus machen. Dann hätte ich wenigstens Wasser im Team und das ist absolut nicht verkehrt. Aquana ist auch ein gutes Pokémon. Normalangriff ist der zweitniedrigste Wert von Aquana und Spezialangriff ist der höchste von Aquana. Und mäßig ist Normalangriff runter, Spezialangriff hoch. Also für Aquana ist das ein echt gutes Wesen. Also mäßig, ja? Ja. Und ja gut, aber ich will... Gut, also entweder ich entwickle jetzt Aquana oder ich behalte ihn so lange, bis ich entweder einen Feuerstein kriege oder wir nach Blizzard. Feuerstein auf dem wäre absolut kacke. Nein, ich hab ja zwei. Ja, aber du kannst ja auch beide benutzen dann. Also den Feuerstein kannst du dann immer noch auf das andere hauen. Ja gut, ich nehme Scheiß drauf, dann hast du kein Stück Scheiße im Team. Ich nehme jetzt hier mit dem mäßigen Wesen.
und machen Aquana draus. Ich habe aber trotzdem ein Stück Scheiß im Team. Ich muss der Pummeluff ins Team nehmen. Na und? Was habt ihr die so? Ich hab Kabute, den ich die ganze Zeit nicht einsetze. Okay, der Level zwar nicht wirklich mit, aber trotzdem. ja. Oh. Ich glaube, ich bin wieder blind. Hä? Wo war denn man der? Ach hier. Ah. Ja, dann gönn dir. Nanu, Evo, entwickelt sich. So, habe ich jetzt noch was, um deine Wassertacken zu ver... Ah ne, der hat ja sowieso keine Wassertacken. Scheiße. Oh Mann. Ja, theoretisch hätte ich das hier für Aquana gehabt. Ach hier. Was? Was hat Ampharos gerade für ein Item? Ich will wissen, was du für ein Item hast. Sägesang, okay. Ist vollkommen okay. Ja, ich glaube, was Besseres können wir gerade nicht machen, irgendwie. Na, ja, ich bringe Rihornio erstmal ein paar Attacken bei. Alter, er hat ein fucking Rihornio, oh, ey. Gift. Oh, der Gift-Hieb. Oi. Ey. Kann er das lernen? Nein. Kann er das lernen? Na, oh, das wäre richtig abfuck, wenn er das lernen könnte. Flug. Ja, gut. Ich habe nichts, was ich Aquana geben könnte. Außer ich gehe nochmal zu diesem komischen Center da und hole vielleicht Hydropumpe oder irgendwas. Hydropumpe kann man da nicht holen. Oh, scheiße. Aber wir kriegen hier in der Arena wahrscheinlich eine Wasserattacke, weil das ist eine Wasserarena. Ah, gut. Ey, jetzt... Nee, gut, es ist sowieso keine Wasser-Pokémon, gegen die wir kämpfen, aber trotzdem. Ich hätte jetzt schon gerne bei Duxer gehabt, aber dank Relaxo. Gegen dich muss ich doch... Ah, nee, doch, gegen dich muss ich später kämpfen. Scheiße. Hauptsache eine Wasserarena und ich hab Ho-Oh vorne. Ich habe keine Ahnung, wo lang, aber gut. Das war, glaube ich, falsch. Ich laufe mal hier. Die Arena hier ist genauso auch in Diamant Perl. War das was richtig oder war das falsch? Hä? Hey. Ich bin überfordert. Das bist du ständig. Ah, ich gehe hin. Sei drauf. In dem Kampf bin ich gerade. Okay, dann bin ich wenigstens richtig. ja. Oh, nee. Leck mich am Arsch. Komm, da kann Rihorn ja doch schon kämpfen, oder? Ja. Oder? Ja, ach komm. Was soll passieren? Hier, mein Wasserstein war verschwindet jetzt. Guck dir das an. Ja, gut. Ey, vorhin dann ist auch noch Typhon, ey. Wenn er Elektro einsetzt, passiert überhaupt was. Alter. Jetzt guck ich vorsichtshalber nach, ob er zufällig irgendeine Attacke lernen konnte, irgendwie, die mir gefährlich werden kann. Nö. Der kann in der Theorie schon eine Pflanzenattacke haben, die macht aber kein Damage. Und sonst kann er nur Elektro- und Normalattacken haben und die können mir gar nichts. Ich bin schneller, was? Baumwollsaat. Innenzing stark, ja. Hab ich sowieso nicht. Kapaloris ist. Was ist der Wasserpflanze? Ja. Wasserpflanze, okay, Ampharos. Aber. Pflanze. Elektro wird resistet. Ach, durch Pflanze. Ist mega underleveled. Ja, ich weiß. Ich weiß. Einfach was dir drauf gehen, wenn du kämpfst. Also ich meine, ich hatte da kein Problem mit. Aber. Einfach was wird das nicht überleben. Ziemlich sicher nicht. Gift kommt ist, ja, Gengar hat keine Giftattacke. Nee. Gut, der Stauner hätte Ampharos zwar jetzt nicht gekillt, aber wenn er eine andere Attacke gemacht hätte, das hätte ihn wahrscheinlich gekillt.
Boah. Ah, das ist besser. Okay. Ich habe doch das hätte einfach aus locker geschafft. Aber man kann halt vorher nicht wissen, was er einsetzt. Ja, das ist es halt. Wenn er irgendwie eine halbwegs brauchbare Attacke eingesetzt hätte, dann, ja. Wie der Typ hieß. Hier. Hier. Oh, wow. Oh, Mann. Ich glaube, ich werde gleich abgeschlabbert. Ja, das ist eins der Pokémon, Alter. Der, wo ich mir denke, Alter, Entwickler, Game Freak und Co., ey. Löscht ihn einfach. Ich mag Schlurp. Ich nicht. Ist das gemein, was ich jetzt mache? Guck mal. Ist das gemein? Einmal getroffen. Alter. Verpiss dich, dumme Göre. Warte mal. Ach scheiße, ich kann dich aussuchen. No. Oh! Ja, moin. So, jetzt kommt eine fette Steinkante von Knackhack und dann war es das mit Ho-Oh. Habe ich voll? Nein, ich habe keinen voll. Ach, das Schlaf. Hey. Oh, Kacke. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Bitte flinch. Er ist geflincht. Bitte flinch nochmal. Okay, das gefällt mir nicht. Nee. Ich mag es nämlich nicht, Drachenwut abzukriegen. Bronze, der ist typisch. Nee, ich weiß, was der hat. So, jetzt kommt der Flinchy Boy. Bronze hatte ich so oft als Gegner in Pokémon Schild, Alter. Deswegen. Und beziehungsweise mehr die Weiterentwicklung. Deswegen. Ja! Was will der für Drachenbestien haben? Was zur Hölle? Knackert die Alga! Und das ist ein kleines Mädchen! Wie alt ist die 6? Die war fleißig. Hat Barschwa jetzt schon den Wassertypen? Nee. Doch, Barschwa ist schon Typ Wasser. Okay. Na ja, dann. Ja, gegen Barschwa kannst du ganz beruhigt mit Amphoros kämpfen. Barschwa ist okay. Auch scheiße. Warte, guck mal. Auch schade. Hey! 4 Leben. Und aufgefüllt. Ich hab Angst. Ja, der. Echt Angst. Die Alga ist der Stahldrache. Ja, deswegen setze ich Kampf ein. Ja, gut. Ich mach gut Damage. Feuerodem. Okay, gut. Die Alge habe ich. Alter, ich bin gerade echt erleichtert. ja. Entweder hier jetzt hoch. Oder da. Okay, nicht nochmal ein Drachenmonster. Alter. Boah. Wie komme ich jetzt zu dir da hoch? Okay, ich denke mal von hier aus. Das war gerade fucking intens. Ja, bei den Encounter, die du hast, also bin ich froh. Ist es schon gerecht, wenn du so einen Gegner kriegst? Das hier reicht mir als Gegner. Was? Ich find's gut, dass du so eine Gegner hast wegen deiner Encounter. Ich habe gerade was gesagt, weil mein Game sich gerade aufgehängt hatte. Oh, okay. Deswegen hatte ich was gesagt. Ich hatte schon verstanden, was du gesagt hast. Oh ja. Oh, da kommt der nächste. Oh, okay, der ist ein bisschen haariger für Ampharos auf jeden Fall. Oh, ja. Oh. Gut, ist vorne Donner, aber trotzdem. Ich wollte gerade sagen, geh lieber raus. Nee, ja, passt schon. Hier ist schon klar, Bojelin hat mein Rayquaza gekillt, ne? Ja, aber ich wusste, dass ich eine Attacke überlebe, also ja. Easy. Gegen den habe ich gerade besiegt. Ja. Hariyama.
So, Hakuna. Oh. Achso, hat sich erledigt, ich Vollidiot. Du bist ein Vollidiot, das weiß ich. Was hast du getan? Ich hab nur rausgetappt. Oh, wow. Vor allem der Typ heißt auch Tier. Lady oh, Tier. Oh, oh, oh. Oh. Oh, scheiße. Ja gut, da bin ich jetzt mal weg. Weil der kann mit Unlicht angreifen, mit Biss zum Beispiel. Da bin ich aber weg. Also, ja, da bin ich weg. Niersche hat er sogar schon. Alter, Gengar hätte ein Problem gehabt. Auf jeden Fall. Was hat der sonst? Okay, Unlicht. Kampf. Ah, gut. Stimmt, Unlicht hat allgemeine Kampfschwäche, ja? Ja. Okay. Oh, 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 oh. Ey, leg mich am Arsch, Alter. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Das klingt an Angeberei. Wenn du einen Angriffboost hast und du dann vor Verwirrung selber Damage machst, machst du dir selber auch mehr Damage, weil du dann höheren Angriffswert hast. Ach, du Alter. Was? Hey, das war... nein, nicht er. Was? Ich hab noch mehr als 3/4 KP gehabt, hab eine Schlitzer von Tohaido abgekriegt und dann hat die Verwirrung den Rest gekillt, Alter. Lächerlich. Wegen Verwirrung. Lächerlich. Alter, das ist so lächerlich. Gengar kann ich nicht reinschicken, weil der effektiv von Knirsche getroffen wird. Kabuto kann nichts machen. Nicht viel, sagen wir es mal so. Was soll ich da machen jetzt? Ich hab keine Ahnung. Alter, ich bin gerade echt am Überlegen. Kann sein, dass ein Aerodactyl gleich drauf geht, wenn ich Kabuto reinschicke, weil ich habe keine andere Alternative. Das ist der Einzige, der vom Level noch irgendwie mithalten kann. Oder ich versuche es doch mit Gengar und hoffe, dass er nicht drauf geht, aber er ist 2 Level höher als Gengar und ich muss mit Hypnose treffen. Wenn du mit Hypnose getroffen hast, bringt dir... das auch nicht so viel, weil Traumfresser und Psychokinese keine Wirkung hat, weil der Typ Unlicht hat. Wenn oh. Hypnose überhaupt Wirkung hat, das weiß ich gerade nicht mal sicher. Oh. Scheiße. Also kann ich nur mit Kabuto reingehen. Aber Kabuto kann nichts machen. Ja, tut na toll. Absorber ist wenigstens sehr effektiv, aber ist... Es ist ein Kabuto. Ja, und es ist ein Kabuto, also... Ja. Oh, fuck, ey. Kann sein, dass die Challenge jetzt schon endet. Ja, das kann sein, dass Kabuto jetzt verreckt. Aber was soll ich machen? Warte. Ich hätte gesagt, heil Ampharos. Weil ich glaube, ein Hit könnte Ampharos eventuell tanken, wenn du dann eine Donner rauskriegst. Weil Damage macht Kabuto sowieso nicht. Aber es geht jetzt... Ja gut, das reicht. Ja, aber wenn... Uff! Was? Das hatte ich nicht erwartet. Nicht einfach so auf Ampharos wechseln, weil sonst hätte ich schon direkt einen Hitter. Ja, dann muss Aerodactyl jetzt sterben. Ja, dann ist das so. Okay. Ja, und eine Kampfattacke leckt mich am Arsch. Ist Ampharos schneller? Nee, auf keinen Fall. Ist er nicht. Auf keinen Fall. Bitte Ampharos, bitte tanken Hit, bitte. Ja, und er ist paralysiert. Das ist oh! Alter. Alter. Challenge gerettet. Mal gucken, wer es. Okay, Nidoran, damit kann ich umgehen. Alter. Okay, Nidoran kann mit Gift angreifen, aber. Nee, Gift. Okay. Gift ist. Ja, Gift ist okay. Hier. Ciao. Alter, das. Nee. Komm. Zenia ist nicht ein allzu großes Problem. Nö. Jetzt auch nicht mehr. Okay, guck mal, welches Level die schon sind, Alter. Ja, ich kämpfe gegen ein 37er Relaxo, was mich die ganze Zeit paralysiert. Ja gut, aber wenn du eine Kampfattacke drauf drückst, wenn du die triffst... Das waren 2 Aurasphären, was Relaxo fehlt, ne? Alter. Boah. Alter, Ampharos, du bist die Rettung gewesen, ey. Und dein Aerodactyl lebt noch. Nein, tut es nicht. Achso. Ach ja, stimmt.
Ja. Alter, das ist die ganze Zeit so knapp. Wenn er einmal eine prima High Roll kriegt, bin ich tot. Ey, geil. Lake. Lake. Ja, ist eine ganz gute Attacke für Aquana. Ja, nee, ich entspanne jetzt mal kurz hier und lass dich da erstmal kämpfen. Oh, oh. Notfalls zu High Items, so. Ja. Ach, wait. Bitte, bitte. Oh! Ah, nee, paralysiert auch noch, fuck. Ja, das ist gerade erstmal meine geringste Sorge. Ich hab noch ein Paraheiler, das, wie gesagt, das ist erstmal meine geringste Sorge. Okay, das ist kacke. Ja. Nein, kein Gegengift, bitte. Paraheiler. Ah gut, im Notfall hast du noch einen Hyperheiler. Und eine Amrena-Beere, die halt auch Para. Okay, jetzt muss ich mich wieder heilen, weil er mir jetzt die Hälfte gezogen hat. Wenn er mir wieder weniger als die Hälfte zieht, habe ich einen Plan. Willst du mich verarschen? Warum zieht er jetzt auf einmal die ganze Zeit mehr als eben? Hör auf damit, das mag ich nicht. Ich hab Schiss, Alter, dass du den Kampf gerade nicht überstehst. Ich auch. Bitte, 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 bitte. Und jetzt ein Crit! Lächerlich, Alter. Das ist so eine behinderte Scheiße! Pflanze ist sehr effektiv gegen Wasser. Ja gut, ich hab sonst nichts gegen Wasser, das ist halt das Ding. Und ich hab 3 Pokémon mit der Wasserschwäche. Ja, doch, du hast doch was gegen Wasser, du hast Ho-Oh. Ho-Oh hat eine Wasserschwäche. Ja, aber wer... Ho-Oh hat eine Wasserschwäche. Wenn mir dann Beidot gegenübersteht oder ein Kyogre oder so, bin ich am Arsch. Ja, stimmt schon, ja. Aber da wird hier Endivi auch nicht weiterhelfen. Nee, Endivi nicht, aber Megane schon. Ja, schon. Ja, gut. Ja, machen wir es erstmal so. Okay, dann würde ich fast sagen, leveln wir offline ein bisschen. Müssen wir definitiv. Ich würde eigentlich sagen, so richtig offline leveln halte ich ja nicht viel von, weil wenn dann beim Training da drauf geht, bla bla bla. Ja. Ich hätte fast gesagt, weil wir jetzt echt so krass underlevelt sind, weil wir drauf gegangen sind, dass wir uns Sonderbonbons holen und dann. Können wir auch machen, ja. Hätte ich nichts dagegen. Ich weiß nicht, wie Roffi das jetzt sieht, aber. Ich jetzt gerade um ehrlich sein, auch nicht nur so, jetzt so um nachzuziehen. Der höchste vom Arena-Leiter war Level 37. Dann würde ich sagen, machen wir einen auf 37 und die anderen so 35 um den Dreh. Ist okay, ja. Und dann kann die Wand hier nämlich was tanken. Da habe ich noch eine Sicherheit. Zum Beispiel, wie ist denn das bei der Wand? Welche Attacke kann der besser? Welche kann der besser einstecken? Eher physische oder eher spezielle? Eher physische. Okay, also. Wenn jemand speziell angreift, sollte ich die Wand lieber nicht reinschicken. Mhm. Und du bist. Die spezielle Wand ist Ampharos. Ja, stimmt, okay. Da kommt ziemlich viel Spätzdef. Stimmt, ja. Und du hast eine Feuer-, Kampf- und Wasserschwäche, oder? Nein, Feuer hat er nicht. Boden ist die größte Schwäche. Boden ist sowohl gegen Stein als auch gegen Stahl sehr effektiv. Achso, ja gut, Feuer wird abgeschwächt, weil Kampf ist auch vielfach effektiv. Genau wie Boden. Oh. Also gegen Kampf und Boden, nein, den bitte nicht einsetzen. Ja, gut. Also, okay, wenn das Boden-Pokémon physisch angreift und das ein schwaches Boden-Pokémon ist, kann er dem nichts. Aber... Na, warte mal, Lichtkanone? Ah ja, warte mal. Achso, nee, der greift... Lichtkanone ist speziell oder physisch? Ja. Speziell. Und, er ist physisch. Eher physisch mit dem Angriff, also der Beidangswert nicht so hoch. Ja, aber sieht man schon, dass er physisch angreift. Ja, ich guck gerade mal kurz nach, wie er beide Angriffswerte haben kann. Also, das macht eigentlich echt keinen großen Unterschied. Nee. Er kann Level 50, wenn man alles ganz hoch boostet, in Normalangriff 6 mehr haben als im Spezialangriff. Also kann ich ihm doch Lichtkanone geben. Ja. Oder ich guck mir mal meine Wand an, wie er aussieht aktuell. Und ich sehe gerade...
Oh. Ja, also das ist kein so großer Unterschied. Also ich sehe gerade, der hat Spätzlef auch erstaunlich viel, aber Physischlef hat er mehr. Und lass mal Deathwert vergleichen. Warte, ich gebe ihn jetzt kurz Lichtkanone. Ja! Alter, der. Okay, Bodycheck ist okay, aber die anderen Attacken sind kacke. Ah, der lernt sowieso. So, gut, wenn du die Lümmel vergleichen willst, hier hast du. Ja! 89. Ja, moin. Okay, ich bin auch 3 Level höher. Ja, gut, trotzdem. Die haben den gleichen Deathwert. Also Rihornio und Volteros. Rihornio hat mehr Angriff als Verteidigung. Warte mal, macht das Sinn? Zeig mal. Ne, keiner kann es lernen, schade. Das wäre auch geil. Also er hat meinen höchsten Wert. Oh, ich kann die Wand Feuersturm geben. Könntest du, aber ob das Sinn macht, ist die andere Sache. Ich warte erstmal, wenn wir jetzt Sonderbaumung cheaten, mal gucken, was er lernt. Und dann warte ich bis dahin. Ich würde erst gucken, was die Pokémon alle so per Level-Up so lernen.